kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 2 Nostalgic Edition. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, wir sind hier letztes Mal in der Burg im Miental angekommen und müssen noch mit einigen Leuten quatschen. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Gehen wir mal zu Brutus. Hey! Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Ich finde das immer so cool, wenn der Held irgendwas noch kommentiert. Weil oft lässt er ja einfach Sachen, die die NPCs sagen, einfach so stehen. Aber wenn er dann so einen Kommentar abgibt wie, klingt ja richtig nett, dann ist das einfach immer genial. Kannst du mich trainieren? Klar, ich kann dir dabei helfen, stärker zu werden. Aber umsonst gibt's bei mir nichts. Wie viel willst du? Du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ich mach dir einen Vorschlag. Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Wir haben eine Truhe, in der wir das Zeug aufbewahren, das wir im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Und das war nicht gerade wenig. In der Kiste waren neben wertvollem Schmuck auch 200 Goldstücke. Wenn du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck behalten und ich trainiere dich. Weißt du, wo Dan hin wollte? Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass durchzuschlagen. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Schade, dass hier nicht so ein Unterschied gemacht wird von ich hab Dan wirklich gefunden und ich gebe ihm einfach das Geld. Wir haben ja Dan schon gefunden. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Keine neuen Gefangenen. Keiner, den ich zum Reden bringen muss. Schade. Schade, schade. Oha. Da versteht der Brutus keinen Spaß. Wenn man an seine Truhe will. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Naja, ab zu den Paladinen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Erzählt sich ja so einiges. Sag mir nicht, dass du das nicht mehr weißt, was ich glauben soll. Ich hab mir das schon gesagt. Ich glaube, wenn ich gildenlos bin, dann machen die hier oben schon Stress, wenn ich hier in die Räumlichkeiten reingehe, ne? Deswegen muss ich mal hier wieder schleichen. Der arme Kerl kann ihnen leid tun. Meine Meinung ist ja klar. Abgebrochen. Abgebrochen. So steht es in den Heiligen Schriften. Abgebrochen. 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 Man muss eben aufpassen, dass man so rum ist. Geile Kombination auf jeden Fall. Und noch geilerer Truheninhalt. Auch eine sehr geile Sammlung von Fällen an der Wand. Abgebrochen. Ich hab da meine eigene verdient. Einige Probleme erledigen sich. Hauptsache eine Wasserpfeife. Für den ehrenwerten Herr Paladin. Das hat er doch vorher gewusst. Über Recht und Unrecht. So steht es in den Heiligen Schriften. Irgendwann muss das hier so kommen. So, wir gehen auch mal hier rein. Ich handle stets in Innos Namen. Diese super knatschigen Türen hört auch niemand. Von mir erfährt keiner, was sie ist gerecht. Sag nicht, dass das du nur noch mehr Ärger. Ich
erzähl dir. Ich hab mir das schon gedacht. Abgebrochen. Abgebrochen. Das hat er wirklich nicht verdient. Abgebrochen. Ist das wirklich wahr? Ich hab schon einiges gehört. So. Ich zum ersten Mal. Das ist doch schon lange bekannt. Dann steppen wir mal hier raus. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Er hat auf die falschen Leute gehört. Der Tod ist langsteinig. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Die Wachen sind immer so gut, ne? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Keine Ahnung, sag du es mir. Oh, ein Rasiermesser. Man erzählt sich. Ich muss sagen, Vollbart steht dem Helden. Ich werde mich da nicht an. Aber ist ja auch nett, dass man sich rasieren kann. Ich hätte das nicht gemacht. Abgebrochen. Abgebrochen. Das hätte er auch selbst wissen können. Abgebrochen. Genau das habe ich auch gesagt. Abgebrochen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Abgebrochen. Mich fragt ja gar nicht. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich hätte das nicht gemacht. Was hätte ich dir vorher sagen können? Der Pfad, der... So, genau, und dann fehlt ja nur noch der andere Raum und da sind auch die wichtigeren Sachen drin. Das wird sich. Wie zum Beispiel das Rezept. Gibt nur noch mehr Ärger. Beziehungsweise der Hinweis von Damarok. Meine Meinung kennst du ja. Zu den Blutfliegen. Das kann doch nicht wahr. Das sind doch alles nur Gerüchte. Der Stachel der Blutfliegen erhält ein tödliches Gift, das niemand, der klaren Verstandes ist, zu sich nehmen wird. Es sei denn, er beherrscht die Kunst, den Stachel zu entnehmen und kennt die folgende Regel. Der Stachel wird mit scharfer Klinge von der Spitze zum Schaft säuberlich aufgeschnitten. Die obere Hautschicht wird entfernt. Das freigewordene Gewebe wird um die Drüsen herum aufgeschnitten. Der besondere Saft des Gewebes ist mehr als genießbar. Er hat heilende Kräfte. Allerdings entwickelt der menschliche Körper im Laufe der Zeit eine Immunität gegen diesen heilenden Saft. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ja, das ist wichtig. Dann brauchen wir auch keine Lernpunkte ausgeben in Jakinda. Abgebrochen. 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 Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. So. So steht es in den Heiligen Schriften. Zu sagen. Glaubst du wirklich? Ich werde mich da nicht lieber die Finger. Möglich ist alles. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Wenn ich hier dran gehe, kommt ja ein Skelett. Abgebrochen. 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 Komm her, Mistchen! Problem ist, wenn jetzt hier einer hochfindet, dann bin ich auch am Arsch, weil hier darf ich, glaube ich, gar nicht sein. Aber ich kann mich auch wieder runter teleportieren. Ich schätze auch mal, hier oben kann ich jetzt laufen. Abgebrochen. 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 So gute Sachen sind hier auch gar nicht drin, ne? Abgebrochen. 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 Abgebrochen.
Also dafür, dass diese Kombinationen so lang sind. Irgendwann muss ich auch nochmal hoch, wenn wir der Spur des Phönix da weiter folgen. Ne. Pommes Rüstung liegt hier. Oha, die ist gut. Ja, okay. Weniger Mana, aber hey. Falls ich mal mehr Mana brauche, kann ich ja immer wieder switchen. Aber die Rüstung ist ja viel besser. Alleine deshalb hat es sich schon gelohnt. Außerdem passt die Rüstung übelst gut zu unserer Ausrüstung. Ja, nice. Aber mal doppelt so gut. Okay. So, das Ding haben wir noch. Ja, guck mal, da fehlt doch gar nicht mehr so viel. Um 50 Mana zu haben. So, dann, wo habe ich hier meine Teleporter? Ja, richtig geil. Ist das wirklich wahr? Das ist wirklich wahr, ja. Ich habe so einiges gehört. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Passt ja auch keiner auf, ne? Das höre ich zum ersten Mal. Das war keine große Sache. Mir hatte das nicht. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ich habe ja schon gehört. Würdet ihr euch eigentlich wünschen, dass man für das Öffnen von Schlössern auch Erfahrung kriegt? In manchen Mods ist das ja so. Ich kann das nicht glauben. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Abgebrochen. Er hat doch die falschen Leute gehört. Das könnte ja zum Beispiel auch immer mehr werden, wie beim Taschendiebstahl. Abgebrochen. Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich versucht. Was ist das denn schon wieder her? Man erzählt sich ja so, was ich dir vorher sagen könnte. Noch mehr Ärger kann ich nicht bekommen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Möglich ist alles. So, wenn ich hier dran gehe, dann kriege ich Schläge, oder? Finger weg da! Das war klar. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir.
Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Kannst du mich trainieren? Nein, ich trainiere nur die Männer, die im Dienste des Königs stehen. Niemand sonst. Wie ist die Lage? Dein Erscheinen hier ist für uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir brauchen dich. Sprich mit Garund. Er wird dir alles erklären. Jo, mache ich. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Hi, Innos. Ich frage mich, warum ein Söldner das alles auf sich nimmt. Was willst du hier? Ich meine, der Spruch mit dem Söldner passt ja auch, wenn man gildenlos ist, ne? Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden? So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Wie ist die Situation? Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Ich brauche dringend Nachricht über den Stand der Erzförderung. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Wie viel zahlst du mir für den Job? Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern zu handeln. Aber gut, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich zahle dir 500 Goldstücke, wenn du die Mission für mich erledigst. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parzival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Das ist ein Haufen Gold. Gorn hat auch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Ja, erstmal noch nicht. Können ja auch Diego und Milton noch ein bisschen Gold abzwacken. Darum wird sich eigentlich keiner auf mich. Ich weiß gar nicht, warum er sich hey. So aufregt. Finger weg von meinen Töpfen. Niemand geht an meine Töpfe, verstanden? Ich bin hier für das Essen verantwortlich und das bedeutet, dass niemand hier irgendwas zu suchen hat. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, schon. Wer hat ausgerechnet dich zum Koch gemacht? Das war Kommandant Garon, denn vor meiner Zeit als Gefangener war ich Koch im wütenden Eber. Und warum haben sie dich eingebuchtet? Es gab da ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und mir. Gibt's was Neues? Wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann frag die Ritter. Ich bin nur ein gefangener Koch. Ich weiß langsam nicht mehr, was Hackebeil. Hackebeil. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Oh Mann, ey. Die Probleme, dass du das nicht gewusst hast. Ja. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Von selbst ist er da nicht drauf. Hey, du! Garund verlangt 1000 Goldstücke für Gorn. Eine hübsche Summe. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Ja, die Quest können wir ruhig auch machen. Ich brauche mehr Gold, um Gorn freizukaufen. Gold auftreiben. Mit sowas kennt sich Diego aus, aber der ist nicht hier. Vielleicht hat Gorn selbst noch irgendwo Gold versteckt. Das sollten wir herausfinden.
Ich werde ihm eine Notiz schreiben. Hier, versuch sie in den Kerker zu schmuggeln. Also eigentlich muss man sein Gold rauswerfen und nichts dabei haben, damit Milton das sagt. Aber hier in der Mod wurde das wohl geändert. Gorn, Garund hat zugestimmt, dich freizulassen. Für 1000 Goldstücke. Also falls du noch irgendwo Gold versteckt hast, jetzt ist die Zeit, damit rauszurücken. Glaubst du wirklich daran? Ich weiß doch gar nicht, ob das Erfahrung bringt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Schauen wir mal. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Möglich ist alles. Das liegt doch auf der Ich habe hier eine Notiz für einen Gefangenen. Das höre ich zum ersten Kannst du Mal. Sie weitergeben? Das hat er Prinzipiell spricht nichts dagegen. Für wen ist denn diese Notiz? Für Gorm. Ein sehr wichtiger Gefangener. Ich glaube, Garond wäre nicht damit einverstanden. Aber wenn dir das wichtig ist, werden wir uns bestimmt einigen. Was willst du? Unsere Nahrungsrationen werden ständig gekürzt. Ich will mal wieder was Anständiges essen. Besorg mir eine leckere Wurst und einen frischen Laibbrot. Und süßen Honig. Dazu eine Flasche Wein. Ja, das sollte reichen. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Also komm wieder, wenn du das Zeug hast. Ich habe ja was für dich. Das Essen, das du haben wolltest. Gut, gib her das Zeug. Hast du die Nachricht? Ja, hier. Denk daran. Sie ist für Gorm. Komm morgen wieder. Dann hat er die Nachricht bekommen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das war doch klar. Davon lasse ich lieber die Finger. So, dann könnte ich natürlich die Spur des Phönix mir besorgen. Ist die Frage, wie komme ich da am besten hin? Also gegen die Orks kämpfen will ich jetzt nicht unbedingt. Die haben die auch mehr Orks noch hingestellt. Oh, hier sind sogar Eliten jetzt hier unten. Ja, normalerweise kann man hier recht unbehelligt langlaufen. Aber hier jetzt nicht. So, die Wellen des Phönix. Mich verfolgt keiner mehr. Glaube nicht. So errichteten die Kinder des Sturms um sich herum hohe Dämme, um sich vor den Wogen des Wassers zu schützen. Sie hielten Ausschau nach ihren einstigen Leidensgenossen und trieben die Verbliebenen erbarmungslos zur harter Arbeit. Der anfänglich so reine Sturm der Gerechtigkeit wandelte sein Gesicht und wurde schlimmer als das, was er einst ersetzte. Schreite den Damm und halte nach den Wogen des Wassers Ausschau, dann wirst du vielleicht auch die Sehnsucht des Phönix erblicken können. Schauen wir mal. Müsste eigentlich da oben sein, denke ich. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Von dort aus kann man den Fluss sehen. Hier oben waren wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Das hätte ich dir vorher gesagt. Ja, da ist es. Das hat er doch vorher gewusst. Abgebrochen. Abgebrochen. Und mehr. Es war genauso, wie du sagst. Wir können nur abwarten. Wer erzählt denn sowas? Zuerst versteckten sich die Kinder des Wassers, die aus dem Hort flohen.
Sie suchten Zuflucht in versteckten Höhlen, doch schon bald fanden sie einen eigenen Hort, der sie vor dem Zorn des Sturms schützte. Nicht alle Höhlen kann man trockenen Fußes betreten. Höhlen. Doch genau diese Höhlen sind oft die besten Verstecke. Der feurige Phönix hasst solche Höhlen. Hat er doch Angst vor dem fließenden Element. Solche Höhlen sind der Albtraum des Phönix. Aber ich schätze mal, das ist genau die super geheime Höhle. Die jeder von euch kennt. Mittlerweile. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. So, wie komme ich am besten jetzt hier runter? Einfach hier runterspringen. Auch schon ein bisschen hoch, ne? Ja, das tat weh. Orks mögen kein Wasser. Der Albtraum des Phönix. Schon bald riss der Schnabel des Sturmes aufs neue Fleisch aus seiner eigenen Seite. Und dieses Fleisch wurde zu den Kindern des Geistes. Sie versteckten sich in felsigen Höhlen, bevor sie einen eigenen Hort inmitten von Schlamm und Ungeziefer gründeten. Dies war die Geburtsstunde unseres eigenen Untergangs, denn die Macht des Geistes erschütterte das Gefüge der Welt. Der Phönix zieht seine Jungen in einem Felsennest in luftiger Höhe auf. Dort, wo kein Weg hinführt, brennt das feurige Nest des Phönix. Ich glaube, dass die Höhle ist, wo Gilbert ist. Also laufen wir mal dahin. Und ja, diese Phönix-Geschichte, die beschreibt ja irgendwie genau das, was in Gothic 1 passiert ist, ne? Also die Gründung der verschiedenen Lager und. Oh. Geh mal lieber hier hoch, nicht, dass die mich hier gleich noch erwischen. Ist auch der gute Diego. Aber zu dem gehen wir später. So zogen die Jahre ins Land, und der Zorn des Sturmes wetteiferte mit den Wogen des Wassers und den Kindern des Geistes. Das Feuer, das einst den Sturm so eifrig ernährte, wurde immer schwächer, und heute lodert es nur noch unbedeutend. Vorkehrungen müssen getroffen werden, um das Wissen des Feuers zu bewahren. Neigen sich die Tage eines Phönix seinem Ende, so lässt er sich am höchsten Ort seines Hortes nieder und
Da wartet das Unausweichliche. Er wartet dort den Tod des Phönix. Mir reicht's. Ich habe mich hier lange genug versteckt. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist die Barriere nun endlich gefallen. Es wird wohl kaum noch jemand nach mir suchen. Ich habe die Schnauze voll von dieser Höhle und dem ganzen Tal. Wird's Zeit, dass ich nach Hause komme. Gilbert. Der alte Gilbert. Allen. Interessant. Andererseits könnte ich auch jetzt schon zu Diego gehen, ne? Bin ich völlig latte, was ich jetzt mache oder später. Könnte auch noch mir... hier oben das supergeheime Geheimversteck angucken. Ah ne, ich gehe später zu Diego. So, dann müssen wir jetzt nochmal auf den Turm klettern. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Wie ich das am Anfang der Folge mal erzählt habe. Ich hab mir das schon gedacht. Hätte man das auch schon gedacht. Ich handle stets in Innos Namen. Und? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Sie mal schleichen, weil sonst... Ich habe für so etwas keine Zeit. Jammern die Leute rum. Daran wird sich nie was ändern. Das stimmt. Er stellt sich das immer so einfach. Ja. Die NPCs antworten mal wieder perfekt auf das, was ich sage. Nur Innos entscheidet das Recht. Mich brauchst du das nicht zu tun. Und dann bin ich mal gespannt, was gleich die Belohnung ist, weil ich glaube, ich so Erfahrungspunkte technisch war das ja immer schon ganz gut jetzt mit den Büchern. Da ist es doch. Der Tod des Phönix. Das Gefüge der Welt bebte. Einst langsam und schwach, dann immer öfter und immer heftiger. Das Ende ist nah, dessen bin ich mir sicher. Weder Sturm noch Wasser noch Geister kennen es. Doch das Feuer weiß um die Wahrheit. Es muss weiter bestehen. Es war immer so, es wird immer so sein. Das Leben des Phönix ist ein immerwährender Kreislauf. Er kehrt stets dorthin zurück, wo er einst begonnen hat, um sich aus der Asche wieder zu neuem Leben zu erheben. Dies ist die Auferstehung des Phönix. Phönix. Du hast das Rätsel des Phönix entschlüsselt. Du bist würdig, das Wissen des Feuers an dich zu nehmen. Bewahre das Wissen und vergeude es nicht sinnlos. Dies ist der letzte Hort des Feuers innerhalb der Barriere. Der Phönix hat sich aus seiner Asche erhoben. Die Macht des Feuers erstrahlt in neuem Glanz. Dies ist der Kreislauf des Lebens. Es war immer so, es wird immer so sein. Ja, ein Mana-Schwert. Aber ein ziemlich gutes. Chance auf Magieschaden. So hat man wahrscheinlich sowas wie Klaubildas-Effekt, nur mit Feuer oder so. Ziemlich viel wert. Ist aber für mich sehr uninteressant. Ich denke nicht, dass ich 130 Mana haben werde. Meinst du, mir geht es besser? Zeig mir deine Ware. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Viel wert ist es jetzt auch nicht, aber ich verkaufe das mal, denke ich. Ich habe so einiges. Die Bücher sind auch nichts wert, ne? Nur Gerede. Aber für so einen Magier
ist das schon eine sehr interessante Waffe. So, das behalten wir mal, das auch, das kann weg, das kann auch weg. Schade, dass die nicht ein bisschen was wert sind. Nichts vom Bullet, das kann auch weg. Gift der Blutfliegen. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ja. Deine Taten waren gerecht. Meinst du, mir geht es weg? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Oh, verdammt, was ist los? Mütze Schlaf, das ist los. Die Probleme habe ich kommen sehen. Hat Gorn die Nachricht bekommen? Ja, ich soll dir was von ihm ausrichten. Und? Es liegt am Südtor. Hat er noch was gesagt? Nein. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Weißt du, was es bedeutet? Vielleicht. Aber du solltest nicht weiter darüber nachdenken. Ist wahrscheinlich besser. Ich meine, den Goldbeutel haben wir ja schon. Ich kann das nicht glauben. Hey, du! Okay. Ich glaube, wenn man den Goldbeutel noch nicht gefunden hat, dann kann man nochmal mit Milton sprechen. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht 100% sicher. So, die Orks, wie gesagt, die meide ich dann zunächst. Bin immer noch überrascht, dass die Erzbaron-Rüstung so gut ist. Aber ich finde es cool, dass wir die jetzt haben. Vielleicht ist die auch nur da, wenn man gildenloser ist. Kann ja auch sein, ne? Selbst mit 40% Trefferchance ist das einfach schlecht. Wir brauchen mehr Trefferchance. Molets lassen sich manchmal einfach umbringen, ne? Die stehen da dann einfach. Ah, und guck mal, was für ein nettes Detail hier. Mit Neck. Erzader. Okay. Was es damit auf sich hat, weiß ich jetzt nicht. Meine Bluterz gab es auch mal in Othello oder war das in der Definitive Edition? Der gute Olaf. Das ist richtig, Günther. Abgebrochen. Angst gibt's ja auch. Yeah.
Ich die eigentlich One Hit, ja, ne? Oder? Noise. Ja, ist schon geil. Der Nahkampf-Flintenmann kann sich sehen lassen. Oh, was ist das? Das sind diese krassen Sequel-Viecher, ne? Die sind, glaube ich, richtig stark. Laserdämon. Ja, die machen wir mal später, würde ich sagen. Steingolem? Einfach hoch. Nun geh weg. Ich glaube, ich lasse ihn mal lieber. Ich muss sagen, auch bis heute noch finde ich die Golems so geil umgesetzt bei Gothic. Gefragt, wie die Mindcrawler hier eigentlich die ganzen Ritter und so fertig machen konnten. Weil, klar, es sind schon ein paar, aber so viele sind es jetzt auch nicht. Gerade Paladine in ihrer Rüstung, die müssten doch so ein bisschen was aushalten können, oder? Mindcrawler, die sind jetzt nicht schlecht, aber die sind auch nicht die stärksten Viecher. Wenn das jetzt zumindest alles Krieger wären, ne? Ja, der Hauptteil. Muss eigentlich so ein schlimmer Anblick sein, ne, wenn man hier reinkommt und man sieht, wie diese fetten Minecrawler Leute hier essen. So, ihr seht ja, was ich meine. Selbst ich konnte das hier jetzt wegtanken und die Paladin-Rüstung ist ja nochmal viel stärker. Und Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Stürferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden. Deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König, Silvestro. Gut, die Notiz brauche ich nicht mehr. Oh, hier ist jetzt auch eine... Okay, wenn hier eine Königin ist, dann kann ich das verstehen, glaube ich.
Oha. Die macht ganz schön viel Schaden. Die macht ja gar nicht mal so wenig Schaden. Aber ich habe sicherlich noch ein Ass im Ärmel. Und zwar... Golem. Skelett. Ich würde sagen Golem. Du bist dran, Golem. Der Golem war ein bisschen Overkill, oder? Tja. Hast du gut gemacht, Kumpel. So, ich habe doch jetzt bestimmt auch schon genug Brawler-Platten. Um mir die Minecrawler-Rüstung zusammenzubauen. Das kann ich ja einfach mal machen. Die habe ich noch gar nicht. Ich habe natürlich die Minecrawler und Corines umgebracht, ohne die Platten ziehen zu können. War nicht ganz optimal, aber naja. Muss ja auch nicht immer alles in 100%. Ich mache alles richtig, Run sein, ne? Danke, Mr. Golem. Treffer. Und dann noch ein Level up. Alter, nice. Episch. Einfach episch. Jetzt kann ich dann direkt wieder in... was ist das? Ach so, die. Oh, nee. Nicht diese Viecher. Aber Xalas Turm ist schon ungefähr... Ich. Oh shit. Oh shit. Oh shit. So stark wie Drachensnapper. Ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Ganz und gar nicht. Oh, da ist ja ein... Ah ja, ich erinnere mich an diesen Typen. Alga. Das darf nicht sein. Das werde ich nicht zulassen. Oh oh. Oh oh. Shit, ich glaube, der ist richtig stark, oder? Au. Problem ist, wenn der seine Fernkampfwaffe nimmt, dann bin ich am Arsch. Ich
Große Armbrust. Altes Buch 2. Der Einband ist mit lauter feinen Runen verziert. Mission. Sind viele Kreise und Symbole auf dem Schriftstück gezeichnet. Berichterstattung. Der Schläfer versucht, von der Dämonenwelt in unsere Welt zurückzukehren. Wenn ihm das gelingt, wird er ein ganzes Heer von Dämonen mit sich führen. Das magische Gefüge der Kolonie wurde durch die Zerstörung der Barriere geschwächt. Schon bald könnte das gesamte Tal ein Tor zur Dämonenwelt sein. Tag 7. Meine Kampfgefährten sind schon alle tot. Ich bin der Letzte, der von der Gruppe übrig geblieben ist. So langsam verliere ich meinen Verstand. Tag 9. Ich muss versuchen, der Bedrohung ein Ende zu setzen. Wenn ich es nicht schaffe, werden die Dämonen bald angreifen. Tag 13. Meine Kräfte sind am Ende und ich habe immer noch keinen Kontaktmann antreffen können. Anleitung Schmieden. Über das Schmieden von Rüstung der Dämonenjäger und ihre notwendigen Materialien, die benötigten Runen verleihen den Rüstung den notwendigen Schutz vor Dämonen. Daher nennt man sie auch Dämonenjägerrüstung. Mittlere Dämonenjägerrüstung. Rune Skelett erschaffen. Dämonische Sehnen. Bluterz. Ach, dafür braucht man Bluterz und eine schwarze Perle. Wenn man es nun geschafft, eine dieser Rüstungen zu schmieden, kann man sich wagen, die mächtigsten Dämonen herauszufordern. Aber Vorsicht, man ist nicht unsterblich. Zusätzlich sollte man Innos Traurigkeit mit in die Rüstung einschmelzen. Innos Tränen? Es wird dieses Buch, das Wissen darin und die Grundsätze des Schmiedens benötigt, um die Rüstung herzustellen. Also die Grundsätze des Schmiedens, also wie man ein Schwert schmiedet wahrscheinlich, ne? Aber woher bekomme ich die Rune Skelett erschaffen? Das ist jetzt meine Frage. Cool übrigens, dass man hier den alten Weg wieder begehen kann. Ja. Ja, dann fragt man sich, wer hat diese Leute geschickt, ne? Wo kommen die her? Also diese Dämonenjäger. Die wussten ja vom Schläfer. Aber leider ist er durchgedreht. Oh, da geht's auch noch weiter. Vielleicht ist mit diesen komischen Altären hier noch irgendwas. Wir haben ja schon mal so einen gesehen. Oh, ne, Varan-Dämonen, ey, die sind auch zu krass. Das sind absolute Late-Game-Gegner. Hier nicht eigentlich einen Ring? Oh doch, den Ring der Geschicklichkeit haben wir gefunden. Kann ich den ausziehen und den anziehen? Kann ich den auch umprogrammieren auf irgendwas? Aber auf was? Mana zum Beispiel plus 10? Falls ich noch mehr Mana mal brauche? Ist vielleicht keine schlechte Idee. Diese Viecher auch. Ah, die sind ein bisschen zu stark noch. Da bräuchte ich eine bessere Muskete. Ich meine, unsere Muskete macht auch nur 80 Schaden, ne? Und ich könnte ja wahrscheinlich eigentlich schon eine tragen, die besser ist. Aber ich habe keine. Die Kugeln haben wir eigentlich noch. 93. Ist ja nicht mehr so viel.
Naja, dann heißt es für mich auf jeden Fall Bluterz versuchen zu finden. Abgebrochen. Damit wir uns mal so eine Rüstung herstellen können. Aber Skelett erschaffen, muss ich bei Xalas dann wirklich die magischen Kreise lernen bis Kreis 3, damit ich mir Skelett erschaffen Rune machen kann? Ich meine, so ein Magier... Könnte man ja... Könnte man machen, ne? Shit. Der hält ein bisschen viel aus. Was ist denn mit... Treffe ich den so? Ja, das tat schon weh. Sonst noch irgendwas? Windfaust. Eines Dämonen. Ja, der Meisterdegen ist auch noch hier. Mana-Regeneration, ja. Na gut, das haben wir dann auch noch. Schön, schön. Skelett-Problematiken hier. Die sind auch gar nicht mal so schlecht geschützt, ne? Macht den Schaden im Nacken? Selbst der Meisterdegen macht nicht so viel Schaden. Selbst der nicht. Das kann ich nicht lesen. Das ist schlecht. Das kann ich nicht lesen. Das ist auch schlecht. Naja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Es ist vorbei, die Gothic-Folge ist aus. Doch schalte morgen ein, da kommt der neue Part raus. Jorgenson hat immer neue Videos am Start. Gothic kommt jeden Tag, jeden... Ich brauche Ruhe.